was ist denn da gestern rausgekommen? Was muss er jetzt genau machen mit der Hütte? Also vielleicht zur Korrektur, das ist keine Alphütte, sondern das ist ein Viehweidstadel, also eine Viehweide. Mhm. Oder? Also wie soll man sagen, es ist auch kein Vorsitz, sondern halt eine Viehweide, wie man sie ja auch schon früher auf immer kennt, also eine Hanglage, oder? Wo mhm. ein Stadel gestanden ist und wo man jetzt einen neuen Stadel errichtet hat. Oder? Mhm. Und ja, also wir haben jetzt gestern die Bauausschusssitzung gehabt und haben da mit dem Antragsteller das Gespräch geführt und das hat es da eine vernünftige Kompromisslösung gegeben. Also er wird die Sachen, die nicht genehmigungsfähig sind, in der landwirtschaftlichen Widmung zurückbauen und ja, das andere wird man nachträglich genehmigen, was genehmigungsfähig ist, also wie Mischlege zum Beispiel, oder? Also so Sachen kann man ja machen. Aber das andere ist zurückzubauen. Mhm. Das wird er so machen und das ist auch protokolliert und da haben wir den Konsens. Die Behörde wird dann das so kontrollieren und natürlich überwachen und gucken, dass man mhm. das rechtlich zum sauberen Abschluss bringt. Darf ich noch fragen, was genau er da übertrieben hat, was er da gemacht hat, was man jetzt nicht hätte dürfen? Ja, es geht da quasi um einen Aufenthaltsraum. Also das war im früheren Stadel schon so der Fall. Man muss vielleicht die Geschichte da ein bisschen beleuchten. Früher war ja das kleine Landwirtschaft und da hat man dann einen Heimbetrieb gehabt und ähnliches wie ein Vorsitz, auch eine Viehweide, hat da oben dann auch 3-4 Kühe, das war der kleine Bauer auch gemolken und hat dann da halt auch einen kleinen Aufenthaltsraum gehabt, wo man die Stierfliege dran hat, wo man ein trockenes Heiß von mir gehabt hat, wenn es nachts ist, wo man vielleicht auch mal was Quersprit hat, oder? Und das war in dem Antrag auch drin, aber dort hat er das halt übertrieben. Er hat dann da, wie soll man sagen, eine Spüle getan, oder was ein Liquid, was halt einen Wohncharakter erahnen lässt, oder? Und das muss halt raus, oder? Also wir haben da kein Problem, wenn man da eine Bank drin hat und einen Tisch und da, wo man was trinkt, oder was Quersprit, oder? Dass man unten da ist, wenn es regnet. Aber es darf halt ja auch keinen Wohncharakter haben, dass man sieht, okay, da könnte es gleich hinziehen oder so, oder? Mhm. Also wenn man da mit dem Schlafsack einmal nächtigt, haben wir auch kein Problem, aber ja, keine Wohnnutzung. Und die Wohnnutzung darf auch nicht erkennbar sein, sondern wenn man sie guckt, muss das halt so sein, dass das sehr spartanisch ist, dass man sieht, ja okay, da kann man jetzt im Winter halt nicht aufheben, weil ich auch keine Heizung habe und so weiter. Mhm. Ja. Aber das hat sich jetzt alles erledigt. Also der war einsichtig und wird sich jetzt... Ja, er war einsichtig und hat uns zugesichert, dass er das machen wird. Oder? Man sollte das nicht so sein, gibt es natürlich dann rechtliche Schritte, aber wir sind da gut auseinandergegangen. Und, ja, uns geht es so immer um die Vorbildwirkung, wir müssen alle gleich behandeln und dass das halt ja nicht Schule macht, dass man da irgendwie so Städel ausbaut. Oder? Also das muss zurückgebaut werden und ja, das wird er so machen. Und wie gesagt, die Behörde wird das kontrollieren. Ja, er hat das übertrieben, hat das auch hingesehen, dass das halt nicht möglich ist. Und die Rechtsgrundlage ist immer die Widmung. Und wenn die Widmung nicht möglich ist, dann geht es halt nicht.